Okay, was ich jetzt so ein bisschen blöd, aber das ist schon immer mein Woche eigentlich. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow. Geil. Fuck, jetzt bin ich komplett nach Service, war ich zu verarschen. Es ist eigentlich eh wurscht. Das ist doch Wahnsinn, oder? Schnee im April. Es schneit tatsächlich. Weiß nicht, ob man es auf dem Video so gut sehen kann. Aber es schneit halt einfach da. Der Himmel ist komplett weiß. Das ist ja unglaublich. So was hab ich ja noch nie gesehen, dass das schneit. Ja, ich bin heute in der Früh aufgestanden. Bin zur Arbeit um 6 in der Früh. Geh raus und denke, was ist denn das? Es schneit. Fuck. Jetzt sollte eigentlich der Sommer kommen. Naja, aber nichtsdestotrotz, auch bei Sonne, Schnee und Regen, gehe jetzt laufen, weil ich einfach Bock habe. Dann muss man schauen, wie es mit dem Knie geht, weil ich momentan ein bisschen Probleme habe mit dem Knie. Habe mich da anscheinend ein bisschen verletzt. Aber das soll jetzt eigentlich kein Hindernis darstellen. Ich finde es eigentlich eh ziemlich geil draußen. And I brought me some corn for Papa. The lights are turned way down low. Let it snow. Ich liebe es einfach draußen zu laufen, das ist einfach so geil. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Ich liebe das Laufen da draußen einfach so sehr. Das ist so geil, das Laufen, wenn es regnet, wenn keiner da ist. Das ist einfach das, was dann auch den Unterschied macht. Wenn es jemand wirklich will, dann ist ihm scheißegal, ob es jetzt da regnet, ob es jetzt da schneit, ob es jetzt da, keine Ahnung, ob ein Vulkan ausbricht. Das ist scheißegal. Und das unterscheidet dann jemanden, der nur wirklich Alibi was macht oder jemanden, der das wirklich macht. Ich muss auch zugeben, ich gehe auch nicht jeden Tag laufen. Aber wenn ich Bock drauf habe, das habe ich mir heute in der Früh geschworen, dass ich heute nur laufen gehe, dann mache ich das. Das ist einfach der Unterschied zwischen einem Talker und einem Walker. Ja? Der Talker, der redet nur mehr, er macht dies, er macht das, er ist da so krass dabei. Aber im Endeffekt belügt er sich nur selbst. Und der Walker, der redet gar nicht lang, sondern er macht es einfach. Der hat sich was vorgenommen, der hat seinen Plan, den verfolgt er. Ja, den geht er entlang, den walkt er quasi, er walkt zu dem Plan. Das ist einfach so geil. Und was gibt's eigentlich Geileres da? Ich bin jetzt ganz alleine da am Schloss Schönbrunn. Das ist doch hammergeil. Aber wenn es wirklich ganz schön asozial ist zum Laufen, weil man fast nichts sieht, weil da die Schneeflocken ins Auge fliegen und alles. Und ein bisschen nasskalt ist, ist echt verdammt kalt. Also meine Hände sind wirklich arschkalt. Aber das ist scheißegal, weil das ist einfach ein mega geiles Gefühl, so befreiendes Gefühl. Jetzt mal, ich glaube, ist das einzige Mal, wo ich jetzt Schloss Schönbrunn ohne Touristen sehe. Und der ist einfach mega geil. Also, don't be the talker, be the walker. Okay, ich habe mich doch geirrt. Da vorne sind doch Touristen. Das sind aber schon die einzigen. Aber sonst ist komplett menschenleer. Schaut euch mal den Himmel an, wie krass das ist. Das ist einfach der Wahnsinn. Wie hell das ist, man sieht gar nichts. And the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow. Ich laufe jetzt genau drauf, das sieht man schon gar nicht mehr, von lauter Schneesturm. Da laufe ich jetzt drauf in den Wald. So, jetzt sind wir da oben, das ist die Gloriette. Und von da unten bin ich jetzt hochgelaufen. Puh, anstrengend. Schaut euch mal an, wie cool das ist. Eine Ente. Ich habe selber mal ein Haustier. Ente als Haustier gehabt. Meine Ente hat Enteron geheißen. Bleibt mal da, Enteron. Hallo. Hallo, Enteron.
Ja, also da war ich so 10 Jahre alt, habe ich ein Enterhaus Haustier gehabt. Die habe ich selbst ausgebrütet. So Leute, bin jetzt wieder zurück vom Laufen, bin unglaublich nass, also wirklich, man sieht es bestimmt, meine Socken sind batschnass, also wirklich batschnass, meine Hosen ist batschnass, aber scheißegal, es war geil, weil ich habe mir das heute vorgenommen, dass ich laufen gehe und dann mache ich das auch, scheißegal, was da jetzt im Weg steht, wie ich es vorher schon mal gesagt habe. Ihr dürft euch nicht von eurem Weg abbringen lassen, nur weil jetzt kleinere Herausforderungen im Weg stehen, ja, wie jetzt zum Beispiel das Wetter. Wenn ihr ein Ziel habt im Leben, und das sollte normalerweise jeder haben, weil sonst ist es einfach nur ein Dahinvegetieren im Leben, dann lebt man einfach nur so in den Tag hinein. Wenn ihr ein Ziel habt im Leben, dann dürft ihr nicht nach links und nach rechts schauen, was die anderen machen oder was die anderen über euch denken. Und ihr dürft euch auch nicht von euren Herausforderungen, von euren Problemen abhalten lassen. Ja, weil das ist das, was die meisten Leute machen. Die sehen, okay, ich möchte ein Business starten, zum Beispiel. Oder ich möchte Fitness irgendwas machen oder so. Und dann sehen sie die ersten Probleme auf sich zukommen, die ersten Herausforderungen, merken, es ist doch nicht so einfach. Und dann schmeißen sie einfach wieder alles hin. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Im Leben geht es darum, sich weiterzuentwickeln, sich Herausforderungen zu stellen und nicht davon zu laufen vor Herausforderungen. Klar, es ist nicht alles einfach im Leben, aber es ist auf jeden Fall wert, wenn man die Herausforderungen dann meistert, weil dann ist man einfach man ist dann stolz auf sich, man hat einfach was geleistet. Und so ist es auch noch im Sport jetzt zum Beispiel. Ja, jetzt bin ich knapp eine Stunde gelaufen. Man fühlt sich danach einfach mega, mega geil. Und das ist das, was ihr aus diesem Video mitnehmen könnt, Leute. Dass es einfach extrem wichtig ist, sich Herausforderungen zu stellen. Egal welche Art von Herausforderung. Die Herausforderung anzunehmen und sich durchzubeißen. Das ist eigentlich eine kleine Analogie, das Video jetzt mit dem Laufen im Regen. Das ist einfach scheißegal ist, welche Umstände das sind, scheißegal ist, welche Wetterlage das ist, scheißegal, welche Voraussetzungen man hat. Man hat das Ziel vor Augen, man hat die Herausforderungen vor sich, aber man springt über die Herausforderungen einfach drüber, wie bei einer Wasserpfütze beim Laufen. Das ist das Ding, Leute, was ihr mitnehmen könnt aus diesem Video. Ich gehe jetzt erstmal baden, weil ich bin batschnass. Ich freue mich schon auf ein heißes Bad. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schreibt es mal in die Kommentare, welche Herausforderungen ihr euch im Leben noch stellen müsst. Vielleicht seid ihr gerade in der Schule, Studium, habt irgendeine Idee, aber wisst nicht, wie ihr es umsetzen könnt. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen können. Ja, jeder hat andere Probleme, jeder hat andere Herausforderungen zu meistern. Genau, dann liked das Video, teilt das Video. Ich meine, wir wachsen jetzt momentan eh ganz gut. Aber ich habe schon mal gesagt, mir geht es eigentlich nicht darum, dass der Kanal mega, mega groß wird. Ich suche jetzt damit die Anerkennung, dass ich sagen kann, hey, ich habe 100.000 Abonnenten. Mir macht es einfach Spaß, Videos zu machen und natürlich viel, viel cooler. Viel, viel cooler ist es dann, wenn so viele Leute wie möglich zuschauen. Aber das ist eigentlich nicht mein Hauptziel. Wie gesagt, wenn ihr Spaß habt, habe ich auch Spaß. Ich habe eigentlich sowieso Spaß daran. Und dann teilt das Video, kommentiert das Video, liked das Video, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Und ich gehe jetzt ins Bad. Ciao Leute. Viel Spaß beim Training übrigens, habe ich fast vergessen. I wish that I could fly into the sky.